Zuschauer, herzlich willkommen zu Market Insight hier von der Frankfurter Börse. Wir sprechen heute über die Rohstoffe Gold und Öl. Und bei mir ist der Marktanalyst Christian Wolaritsch vom Onlinebroker GKFX.de. Schön, dass Sie da sind. Wir wollen uns zuerst einmal Gold anschauen. Sie haben hier einen Chart mitgebracht. Was können wir da sehen? Genau. Wir haben momentan einfach die Tendenz an den Märkten, dass Gold immer mehr in den Fokus der Anlegerinnen und Anleger auch wieder rückt und wir durchaus auch das Potenzial haben, in den kommenden Tagen, vielleicht auch in den kommenden Wochen sogar erst, vielleicht hier wichtige Ausbruchslinien hier auf diesem Level zu überschreiten, die dann gegebenenfalls auch zu weiter steigenden Kursen führen können, da wir hier konträr zu den Indizes hier auch eine Alternative für Trader haben. Öl ist zuletzt ja Richtung 70-Dollar-Marke geklettert. Was können wir hier auf diesem Chart sehen? Gut, der eine oder andere, ich sag mal, Trader und Anleger wird es an der Tankstelle gemerkt haben, die Preise ziehen an. Es hat auch hier Auswirkungen an dieser Stelle. Wir sehen an diesem Punkt, dass das Öl seit Jahresbeginn deutlich wieder angestiegen ist, wichtige Marken überwunden hat und durchaus auch weiteres Potenzial in Richtung 100 US-Dollar hat. Das wird sicherlich nicht in den kommenden Wochen kommen, aber Fakt ist, es gibt durchaus Potenzial für weiter steigende Kurse und da muss sich vielleicht der eine oder andere Anleger auch mal vielleicht den Kurs anschauen bei einzelnen Titeln. Und wir haben wieder wichtige Daten in der kommenden Woche. Auf welche Termine schauen Sie da? Gut, wir haben da eine Vielzahl an Terminen. Zum Beispiel bekommen wir das Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland für das vierte Quartal übermittelt. Das wird sicherlich Auswirkungen haben auf den DAX erstmal kurzweilig, wie auch am heutigen Tage. Und dann haben wir entsprechend zur Wochenmitte bzw. Ende hin verschiedene Indizes, die mitgeteilt werden. Und das wird hier sicherlich Auswirkungen haben auf den Dow Jones. Und heute Abend gibt es auch für GKFX noch einen wichtigen Termin auf der Couch. Was steckt dahinter? Genau, wir starten eine neue Webinarreihe, die Punkt 17 Uhr beginnt. Damit wollen wir einfach auch die Börsenwoche abschließen. Und natürlich sind die Börsianer auch hier recht herzlich gerne eingeladen, bei uns vorbeizuschauen. Klingt interessant. Danke Ihnen, Christian Wolaritsch vom Onlinebroker GKFX.de für diese Market Insights. Und Ihnen danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal vom Frankfurter Börsenparkett.